So, Servus, Grüezi und Hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bono, hier mit einem tollen Taktik-Tutorial zu FIFA 16 auf Kicker eSport. Heute geht's sich mal um, ja, wieder ein bisschen was eher Praktischeres, und zwar um eine Taktikanalyse zu Real Madrid, einem Team, das, ja, den meisten Leuten durchaus bekannt sein dürfte. Spielt man ja in den Seasons Modes ja relativ häufig gegen, und die meisten Leute spielen ja auch ganz gerne mit Real Madrid. Deswegen dachte ich so, ja, ist es mal ganz sinnig, sich mal mit Real Madrid zu befassen und nicht direkt zu sagen, okay, was ist vielleicht die beste Herangehensweise, um mit Real Madrid selber zu spielen, sondern ein bisschen klar aufzudecken, okay, was sind vielleicht Stärken und Schwächen von Real Madrid, auf welchen Positionen kann man sich eventuell überlegen, wie man Real Madrid am ehesten spielt. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen als Ansatz mit liefern. Ich nehme hier einfach mal die Standardtaktik von Real Madrid, denn ich selber, das möchte ich an der Stelle auch mal wieder bekennen, spiele Real Madrid nicht. Werde auch Real Madrid vermutlich nicht spielen. Ist aber nicht wichtig, sondern es ist trotzdem natürlich immer sinnig, sich mit Stärken und Schwächen auszukennen. Wir gucken uns mal direkt diese Aufstellung an und sehen, okay, kritische Positionen im Vergleich zur Gesamtstärke sind zum Beispiel der Rechtsverteidiger. Ist eine Möglichkeit hier auch in generell der Linksverteidiger, die Innenverteidigung und natürlich auch der Torwart. Und darum wollen wir uns so ein bisschen drehen jetzt gleich, um zu gucken, okay, was bietet Real Madrid außer eben dieser Startelf noch für andere Optionen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Gucken wir uns mal zuerst den Rechtsverteidiger an. Das ist Carvajal. So, wir haben allerdings auch eine ganz ordentliche Option hier. Und zwar ist das Danilo. Der ist ja Neuzugang bei Real Madrid zu dieser Saison. Beide haben die gleiche Gesamtstärke. Also gucken wir uns mal generell an, okay, was gibt es in diesen Spielerwerten vielleicht als große Unterschiede, dass man sagen kann, okay, für die Spielweise ist vielleicht der Beste geeignet als der andere. Sehen wir direkt, okay. So riesig viel im Mental-Physis-Bereich. Tut sich gerade im Physis-Bereich nicht. Ja, beide sind Antritt, ja, knapp bei 80, sind auch bei Sprintgeschwindigkeit über 80, Ausdauer etwas über 80, Stärke. Das ist alles so in einem etwas ähnlichen Bereich. Das Einzige, wo sie sich wirklich relativ viel tun, ist einmal Aggressivität. Da ist Carvajal signifikant besser, muss man ganz klar sagen, als sein Gegenpart Danilo. Dafür ist Danilo aber auch wirklich stark besser im Stellungsspiel und in Übersicht. Das ist wirklich krass besser sogar. Und da gucken wir uns dann mal, wie Carvajal das eventuell sonst auffangen kann, und zwar in den Fähigkeiten. Da sehen wir auch direkt, was für Spielertypen wir hier vor uns haben. Wir haben eben rechts Carvajal, der, ja, jetzt nicht über Werte wie Abschluss, Freistoßpräzision, Elfmeter oder Schusskraft verfügt. Dinge, die Danilo auch wirklich auf einem sehr guten Niveau hat, sondern Carvajal, der sich stattdessen eben, ja, auf das Wesentliche beschränkt, hier Grätsche, faire Zweikämpfe, die Sachen, die man eben als defensiver Außenverteidiger braucht. Danilo stattdessen eher der Außenverteidiger, den man dann mitspielen lässt, wenn man sagt, okay, man möchte seinen Rechtsverteidiger auch nicht nur als Rechtsverteidiger nutzen, man möchte ihn auch gerne im Aufbauspiel dabei haben, möchte ihn als aktiven Part in seinem Angriffsspiel verstehen. Da muss man sich definitiv für Danilo entscheiden, denn Abschlusswert ist mit 30 Punkten Unterschied. Da müssen wir nicht drüber reden. Eine Schusskraft 25 Punkte fast. Also das ist wirklich krass. Auch gerade was lange Pässe zum Beispiel angeht, ist das auch signifikant, würde ich schon sagen. 71 zu 77 bei Danilo. Ist Danilo also der bessere Mitspieler einfach im Vergleich, mit dem man dann auch definitiv in die Offensive gehen kann. Hat darüber hinaus aber auch defensiv nicht so die Schwächen, sondern diese Gesamtstärke ergibt sich halt dann auch nur aus dieser Konsistenz. Und dann gucken wir den letzten Punkt noch an. Größe ist wieder ein ganz klarer Vorteil im Vergleich zu Danilo. Denn Danilo hat 1,84 Körpergröße. Das ist für einen Außenverteidiger schon echt ordentlich. Und Carvajal ist eben eher klein, was als Außenverteidiger sonst natürlich auch in Ordnung ist. Darüber hinaus Danilo noch mit einem Stern mehr auf dem schwachen Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung. Ich würde mich, wenn ich Real Madrid spielen müsste, immer für Danilo entscheiden. Das ist, glaube ich, gerade wenn man sich diese Werte anguckt, sehr, sehr klar. Denn die paar Nachteile, die man gegenüber Carvajal hat, kann man sehr, sehr einfach aufwiegen. Sonst gucken wir uns mal Torhüter gerade an. Haben wir Casilla und Navas, beide 81 Stärke. Navas steht ja in der Realität gerade im Kasten. Gucken wir uns gerade mal eben die Fähigkeiten an. Sehen wir bei den Torhütern, hey, da gibt es ja wieder so diese Grundsatzoption. Navas vernachlässigt in Anführungszeichen diesen Abschlagwert, sondern ist stattdessen auf Flugparade und Reflexe. Da ist er dann auch allerdings besser als Casilla. Muss man ganz ehrlich so sagen, ist also eher ein akrobatischer Torhüter, einer für diese ganzen Aktionen. Wenn man einen kompletten Torhüter haben will, wie man das im modernen Fußballverständnis hat, muss man sich hier allerdings für Casilla entscheiden, der ansonsten, was Fangsicherheit, Stellungsspiel und auch Abschlag angeht, eben etwas besser ist als Navas. Darüber hinaus auch noch ein paar Zentimeter größer. Casilla 1,91 Körpergröße. Das ist vollkommen in Ordnung, gerade für einen Torhüter ganz ordentlich. Für Navas 1,85 fast schon ein bisschen klein, auch wenn man das vielleicht von Iker Casillas, dem Vorgänger von Navas, ja kennt. Der war ja nun auch nicht so sonderlich groß, aber trotzdem sehr, sehr guter Torhüter. Letzter Punkt, gucken wir uns nochmal gerade an. Pepe oder Varane, wen stellt man in der Innenverteidigung vielleicht eher auf? Was sind so die großen Unterschiede? Wir sehen direkt, Pepe hat Aggressivität 21 Punkte mehr als Varane. Aggressivität 94 ist ein brutaler Wert, muss man ganz klar sagen. Abfangwert, tun sich beide nichts, ist auch super. Antritt ist Varane ein bisschen besser, auch Sprintgeschwindigkeit und sowas ist Varane ein bisschen besser. Das ist, ja,
das, was man im alten FIFA sonst hatte, aber Pepe ist ansonsten, was diese Werte angeht, auch sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall mitspielen. Ist jetzt nicht das Problem. Das, wo sie sich sonst wirklich riesig unterscheiden, ist wieder die spielerische Komponente. Ähnlich zu der Frage, stellt man Danilo oder Carvajal auf, überlegt man sich hier, wenn man jemand ist, der eher mit Danilo spielt, spielt man vermutlich auch eher mit Varane. Denn Varane hat Ballkontrolle ja fast 20 Punkte mehr als Pepe, hat Ballkontrolle 75. Das ist als Innenverteidiger ein durchaus ordentlicher Wert. Kopfballpräzision ist auch ein bisschen besser dabei. Lange Pässe vor allen Dingen. 14 Punkte mehr, 74 die Gesamtstärke in den langen Pässen. Kurzer Pass, ich meine 72, da hat Pepe 67. Das sind alles keine spielerisch prickelnden Werte, die man hier auf Pepes Seite hat. Dafür Varane aber eben eher derjenige, der sonst mit ja auch Spieleröffnung aus der Innenverteidigung heraus glänzen kann. Dafür Grätsche Pepe besser, auch faire Zweikämpfe ein bisschen besser, auch wenn das jetzt nicht signifikant ist. Grätsche schon eher, wenn man sagt, okay, man möchte sonst eher reingrätschen und wirklich einen verteidigenden Innenverteidiger haben, der gerade eben in den Zweikämpfen besticht, muss man sich, glaube ich, für Pepe entscheiden. Ansonsten ist man als Spieler eher mit Varane vermutlich besser bedient, der auch 1,91 Körpergröße hat, Pepe 1,88. Gut, Arbeitsrate defensiv hat Pepe auch noch hoch, aber das macht eben bei diesen Werten auch jetzt nicht so den wirklich riesigen Unterschied, wenn man mit Pepe nur in der Innenverteidigung spielt. Von daher ist das an sich in Ordnung. Das sind also die großen Unterschiede, die man sonst in der Innenverteidigung bei Real Madrid hat. Und ja, wie man diese Schwächen am ehesten vielleicht ein bisschen beheben kann, wenn man das möchte. Ja, ansonsten gibt es nicht so riesig viele Schwächen, muss man ganz klar sagen. Da kann man auch ein bisschen im Mittelfeld rotieren bei Real, man kann im Sturm rotieren, man kann unterschiedliche Systeme anwenden und ist mit Real Madrid trotzdem immer relativ gut aufgestellt. Von daher guckt am besten so ein bisschen, wenn ihr selber Real Madrid spielt, was möchtet ihr am ehesten selber auf das virtuelle Grün zaubern? Und wenn ihr gegen Real Madrid spielt und die Aufstellung seht, dann wisst ihr vielleicht automatisch, okay, da und da sind dann vielleicht so ein paar Schwächen, so und so wird der Gegner vielleicht eher agieren, wenn ihr diese Spiele dann haben, auf eurem Screen aufblitzen seht. In dem Sinne, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich denke, euch wird das auch einigermaßen helfen, wenn ihr das bewusst mit anwenden könnt. In dem Sinne, bis nächste Woche. Danke, ciao.